Am 12. August 2020 wurde zum 59. Mal an den Bau der Berliner Mauer erinnert und in Erinnerung gerufen, welche schrecklichen Folgen mit dem Verlust vieler Menschenleben durch das Mauerregime und der gewaltsamen Teilung von fast 3 Jahrzehnten lang ausgegangen ist. Gemeinsam mit dem Bezirksamt Spandau von Berlin und der Heimatkundlichen Vereinigung Spandau wurde in einer Feierstunde an der Spandauer Mauergedenkstätte an die Mauertoten erinnert. Neben einleitenden und begrüßenden Worten durch den Bezirksstadtrat von Spandau, Herrn Frank Bewig, sowie Ausführungen von Herrn Walter Hirche, Landesminister AD des Landes Brandenburg und des Landes Niedersachsen, parlamentarischer Staatssekretär AD im Bundesumweltministerium und von Karl-Heinz Banasch, erster Vorsitzender der Heimatkundlichen Vereinigung Spandau. Nach den Reden wurden Kränze des Gedenkens niedergelegt. Das Bezirksamt und der Spandauer Geschichtsverein unterhalten die Gedenkstätte gemeinsam.